Ja, vielen Dank und ich freue mich, dass so viele hier sind und es geht ja auch um etwas, was uns eigentlich alle interessieren sollte, denn viele von uns sind nicht immer mit dem Auto unterwegs, sondern oft auch als Fußgänger und da muss man sich nur an seine Kindheit erinnern. Wer erinnert sich nicht daran, nicht mitten auf der Straße laufen, bitte an der Seite gehen, denn für Fußgänger ist es typischerweise deutlich besser für ihre Lebenserwartung, wenn sie sich eher auf der Seite der Straße aufhalten als mitten auf der Straße. Ganz abgesehen davon ist, wenn man sozusagen ein Fußgängerrouting machen will oder natürlich für Rollstuhlfahrer, sehr relevant, auf welcher Seite der Straße man sich befindet. Denn je nachdem, wo man sich befindet, kann ein Weg oder ein anderer Weg deutlich besser sein als der andere. Und dementsprechend sollte man das eigentlich für ein Fußgängerrouting auch berücksichtigen. Und letztendlich ist es auch so, wo sollte man eine Straße überqueren? Da sollte man einfach gucken, wo sind Ampeln, wo sind Zebrastreifen? Gibt es vielleicht für besonders vulnerable Personengruppen spezielle Ausrüstungen, wie zum Beispiel für Blinde ein Taster, der auch vibriert oder sogar Klopfsignale, die einem sagen, wo man lang gehen kann? Das sind alles Informationen, die man nicht nutzen kann, wenn man nicht die Straßenseite berücksichtigt, wenn man ein Fußgängerrouting macht. Wenn man sich aber aktuelle Lösungen anschaut, was es für Fußgängerrouting gibt oder was als solches verkauft wird, dann hat man das Gefühl, ja, das ist eigentlich alles ein Autorouting, nur mit einem ganz dicken Stift gemalt, so dass es aussieht, als könnte man auf beiden Seiten gleichzeitig gehen. Eigentlich sieht es eher danach aus, als wäre dieses Fußgängerrouting, was man sonst immer kennt, für die postautomotive Zukunft gedacht, denn so ganz ernsthaft kann das ja nicht gemeint sein, dass eine dicke Linie einen sagt, wo man lang geht. Ja, letztendlich am Ende des Talks möchte ich zeigen, wie man das mit Hilfe der OpenStreetMap auch realistisch und jetzt nutzbar umsetzen kann. Im Gegensatz zu einigen Lösungen, die es auch schon vorher gab und auch gibt, sollte das eigentlich auch gleich überall funktionieren. Ich möchte erstmal was zum Hintergrund sagen, woher kommt es, warum habe ich mich überhaupt mit diesem Thema beschäftigt und der Grund liegt darin, dass ich das Glück habe, mit unserer Firma auch in einem großen Forschungsprojekt beteiligt zu sein und zwar ist es das Forschungsprojekt Terrain und da geht es darum, blinden Menschen eine selbstständige Mobilität im urbanen Umfeld zu ermöglichen. Ist so ein Leitspruch, viele trauen sich gar nicht auf bestimmte Strecken zu gehen, weil sie ja gar nicht wissen, was sie dort erwartet. Und die Gruppe, mit der wir das umsetzen können, ist ein ganz ausgezeichnetes Konsortium, einmal mit drei Instituten vom KIT. Das ist einmal das Institute for Computer Vision and Human-Computer Interaction mit Professor Stiefelhagen, dann das ITAS-Institut für Technologiefolgenabschätzung und Systemanalyse und zum Schluss natürlich auch das Studienzentrum für sehgeschädigte Studierende und für sehgeschädigte ganz allgemein, die natürlich das Fachwissen haben, wie man speziell in diesem Fall für Blinde natürlich die Situation verbessern kann, indem man Zugriff auf digitale Daten ermöglicht. Weiterhin sind als industrielle Partner unsere Firma, die X-Point Informationssysteme, mitbeteiligt. Wir sitzen in Ettlingen, hier ganz um die Ecke quasi, direkt hinterm Wattkopf. Und die Firma Papenmeier, die spezialisiert ist für Hilfsmittel, speziell Braillezeilen, die natürlich sehr gut geeignet sind, um Blinden auch Informationen zu vermitteln. Was wir machen wollen, ist auf der einen Seite natürlich etwas, wo man sieht, wo schon auch die OpenStreetMap, aber auch Katasterdaten ganz stark mit beinhaltet sind. Das heißt, wir möchten auf der einen Seite die digitalen Daten, die vorhanden sind, Menschen zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite möchten wir auch aktuelle Methoden aus der Bilderkennung benutzen, um Informationen über die Umwelt zu erhalten. Und all diese Daten möchten wir auf der einen Seite durch zum Beispiel Sonifikation, durch Narration oder andere Vibrationen, wie zum Beispiel einen Vibrationsgürtel oder ein Armband oder ein Fußband Menschen mit Seheinschränkungen mitteilen können. Unter anderem werden wir auch eine mobile Braillezeile mit neuartigem Benutzerinterface unterstützen, um am Ende mehr Sicherheit den Menschen auf dem Weg im urbanen Umfeld zu liefern, dadurch, dass man einfach mehr weiß. Sei es nun, dass man es akustisch durch Narration oder durch Töne oder eben über die Braillezeile informiert, also darüber informiert wird. Ganz wichtig ist natürlich immer, man muss berücksichtigen,
welche Art und Weisen sollte man finden, um den Menschen das mitzuteilen? Da sind wir natürlich sehr glücklich, dass wir dort sowohl Spezialisten aus der Mensch-Technik-Interaktion als auch Mobilitätstrainer dabei haben und natürlich die Spezialisten vom Studienzentrum für Sehgeschädigte, die natürlich da uns direkt mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Der heutige Vortrag handelt natürlich speziell um den Teil links oben, denn eine ganz grundlegende Frage ist natürlich, wenn ich helfen will, mich in der Stadt zu bewegen, ist natürlich so eine Grundaufgabe, wie sollte man denn ein Routing beschreiben oder ein Routing mit dem Computer oder mit dem Smartphone umsetzen, dass man möglichst sicher von Punkt A nach Punkt B kommen kann. Was ich heute vorstelle, ist quasi eine Vorvorstellung hier auf der Gulasch-Programmiernacht, die direkt wissenschaftlichen Ergebnisse für das Fußgängerrouting für Blinde werden wir dann bei der ICCHP in Linz vorstellen im Juli. Das ist eine internationale Konferenz für computergestützte Assistenzsysteme und dort werden die Ergebnisse auch publiziert. Aber heute geht es ganz speziell nochmal darum, was für eine Rolle die OpenStreetMap für uns spielt, was wir daraus nutzen können und was vielleicht auch noch ein bisschen verbessert werden könnte. Nun aber zunächst, wie sieht es bisher aus? In dem Moment, wo wir gestartet haben und wir wollten ein mobiles Assistenzsystem entwickeln, da ist es so, dass sozusagen die Smartphones einer gewissen Firma aus Cupertino einfach ein wunderbares Unterstützungssystem haben und für Blinde sehr, sehr gut nutzbar sind. Da war es natürlich naheliegend, dass wir auch die Entwicklung zunächst erstmal auf dem Smartphone umsetzen. Und da haben wir uns gedacht, benutzen wir am Anfang auch erstmal das Fußgänger-Routing, wie es von dem System zur Verfügung gestellt wird. Das ist so der Anfang der Route von unserem Unternehmen in Ettlingen in Richtung des Studienzentrums für Sehgeschädigte auf dem Campus Süd des KITs. Und ich glaube, man muss sich hier nur den Anfang der Strecke anschauen, um zu sehen, dass Routing ist schon mal mit sehr breitem Pinsel gemalt, Straßenseiten gibt es dort nicht und wenn man nochmal genau hinschaut, wohin führt uns das Routing eigentlich? Wir nennen das den Wattkopftunnel. Ich würde mich da als Fußgänger nicht hineintrauen. Also wir haben verschiedene Beispiele schon gefunden, wo bei dem Routing Dinge herausgekommen sind, wo ich sagen muss, das sollten wir lieber nicht Menschen zur Verfügung stellen, weil einfach dort recht hohe Gefahr besteht, sich in schwierige Situationen zu bringen. Gut, ich habe mal ein anderes Beispiel genommen und mir angeschaut, was macht denn jetzt eigentlich Google Maps, um ein Fußgängerrouting umzusetzen. Tatsächlich ist das Google Maps Fußgängerrouting sehr, sehr gut. Sie kennen ganz viele Wanderwege, aber sobald man ins urbane Umfeld kommt, ist es irgendwie wieder so diese Einstellung, hey, Fußgänger, geh doch auf der Straße. Ich habe es etwas dicker dargestellt, wo mich das Google Maps lang schicken würde. Und ja, man sieht es zentral auf der Straße tatsächlich. Der Fußweg da ist auf der rechten Seite, das wäre doch viel schöner, wenn man da lang gehen würde. Ja, jetzt kann man sagen, was ist denn daran so schlimm? Naja, schlimm ist daran, Google Maps weiß nicht, wann sollte ich die Straße überqueren. So gesehen haben wir hier ein Problem, sie haben einfach die Informationen nicht, dass es dort Straßenseiten gibt. Im Endeffekt, es ist im Grunde genommen wieder ein Autorouting abgebildet auf Fußgänger. Ein bisschen werden Wege bevorteiligt, die halt für Fußgänger alleine zuständig sind, aber es ist nicht das, was wir uns erwünschen. Glücklicherweise gibt es in Heidelberg natürlich die Open Route Service, den Open Route Service. Der macht das schon ein bisschen netter, der nutzt nämlich die OSM. Und die OSM hat an vielen Stellen schon Fußgängerwege direkt integriert. Und so sehen wir, dass direkt am Anfang, wo ich gerade gezeigt habe, wo es doch sehr schön wäre, dass man dort am Fußgängerweg lang gehen würde, kommt bei der beim Open Route Service tatsächlich raus, geh doch bitte auf der rechten Straßenseite lang. Ganz ausgezeichnet. Nur dann irgendwo verlässt es sie an dieser einen Stelle und plötzlich laufen sie doch wieder auf der Straße lang. Der Grund ist, der Open Route Service kennt auch keine Straßenseiten, er nutzt aber die Information, wenn dedizierte Fußwege an der Seite vorhanden sind. Interessanterweise ist diese eine Stelle, wo plötzlich der Open Route Service auf die Straße geht, also das ist jetzt ein Beispiel, man findet viele andere Beispiele, wo es dann plötzlich gut funktioniert. Die Stelle ist aber eine sehr neuralgische Stelle, an der Stelle ist tatsächlich eine Ampel. An der Stelle hätte eigentlich der Open Route Service sagen sollen, geh bitte über die Straße. Da es aber diese Information über die Straßenseite nicht kennt, kann es uns das nicht vermitteln. Apple und Google kreuzen vorher rüber, aber die haben gar keine Ahnung, dass da eine Ampel ist. Das ist einfach für die als kürzeste Strecke wahrscheinlich herausgekommen. Das heißt, hätten wir eine Gesellschaft, in der es keine Autos mehr gibt, wunderbar, sind die Lösungen ganz ausgezeichnet, aber in der heutigen Zeit würde ich doch eher anraten, sich Gedanken zu machen, wie können wir denn anhand der Daten, die in der OpenStreetMap vorhanden sind,
es irgendwie hinkriegen, dass wir doch auf der richtigen Seite gehen und damit auch entscheiden können, wo man tatsächlich das Fußgängerrouting entlang machen sollte. Glücklicherweise gibt es solche Lösungsansätze schon. Und guckt man in die Literatur, ist eigentlich so dieser beste Ansatz von Schmitz und Ertel, die das, jetzt muss ich gucken, das schon 2012 vorgetragen haben. Die haben gesagt, ist doch wunderbar, wir haben in der OpenStreetMap Straßen drin, die OpenStreetMap sagt uns, auf welcher Seite auch Sidewalks sind, fangen wir doch mal an, geometrisch an die Straßen Parallelen heranzusetzen. Und speziell, wenn es spezielle Überwege gibt, dann kreuzen wir die Straße und machen dort auch Linien hin. Das ist wirklich die Definition, wie die das beschreiben. Das könnt ihr auch automatisiert durchführen. Weiterhin sagen sie, naja, wenn man an Kreuzung ist, dann möchte man womöglich auch nochmal die Straße überqueren. Auch da ziehen wir Linien hin. Bisher sind das alles nicht zusammenhängende Linien. Und dann werden diese Linien topologisch verbunden. Das heißt, dann haben wir die Schnittpunkte und plötzlich haben wir ein Wegenetz erzeugt, auf dem wir routen können. Das Gleiche muss natürlich auch nochmal am Fußgängerweg gemacht werden. Und jetzt haben wir aus dem alten Straßennetz plötzlich ein neues Straßennetz erzeugt, auf dem man tatsächlich ein Fußgängerrouting unter Berücksichtigung der Straßenseiten durchführen kann. Ein Problem, was Sie dabei haben, Sie sagen, diese Umrechnung müssen Sie spezifisch immer darauf machen, was für Anforderungen man an das Routing stellt. Sprich, will ich ein Rollstuhlfahrer-Routing haben, werde ich dort andere Linien ziehen, als wenn ich ein Fußgänger-Routing habe oder irgendwelche anderen Bewertungen. Sie werden die Kanten dann auch gleich mit Gewichten versehen. Ich glaube, das könnte man anders machen, aber das Problem, was ich an diesem Ansatz sehe, ist, ist, dass es geometrisch läuft. Einen ganz tollen Ansatz, den Sie machen, ist, dass Sie an die OpenStreetMap einfach nochmal Zusätze machen und sagen, wo Hauseingänge sind, da ziehe ich auch nochmal direkte, das ist ja auch annotiert, direkte Verbindung orthogonal zu den Straßen hin, damit ich auch wirklich Wege bis an die Haustür durchführen kann. Ja, das Problem aber an dieser geometrischen Vorgehensweise ist, das Ganze lässt sich nicht lokal rechnen, weil wenn ich Linien schneiden will, muss ich auch ganz viele Linien drumherum berücksichtigen. Sie machen das immer auf kompletten Tiles. Es ist schwierig, das zu skalieren, weil ich so geometrisch dabei vorgehe. Und ich muss auch je nachdem, wenn ich eine neue Bewertungsmatrix vornehme, das heißt, ja, Rollstuhlfahrer haben eine andere Bewertung als blinde Personen oder Kinder oder alte Personen, da soll ich das Netz immer neu berechnen. Ich habe auch keine Lösung gesehen, die das bisher genutzt hat. Eine Lösung, die tatsächlich funktioniert fürs Fußgängerrouting, und ich bin, muss sagen, das ist eine ganz tolle Leistung, ist die Arbeit Open Sidewalks und die Access Map, Publikation hier von 2017. Die haben eine unglaubliche Arbeit hineingesteckt, wirklich jeden Fußweg durch Messungen, durch Höhendaten, durch ganz verschiedene Methoden zusammenzuführen auf einem Großrechner, IBM ist dabei, und dann sehr spezifisch in Großstädten das komplette Wegenetz so zu erfassen und auch möglichst die OpenStreetMap nochmal in dem Protokoll zu erweitern, dass diese ganzen Informationen auch aufgenommen werden, um sozusagen gleichberechtigt das Fußgängerrouting und das Routing für Rollstuhlfahrer, für Menschen mit Geheinschränkungen oder Mobilitätseinschränkungen, das alles auch wunderbar zu ermöglichen. Das Problem ist aber, wenn man nachher auf diese Karte geht und man schiebt so ein bisschen weiter hoch und sieht so, ja, klappt das denn in allen Stadtteilen? Sieht man so, oh, in dem Stadtteil ist noch nichts erfasst. Ja, da gibt es dann kein Fußgängerrouting mehr, da ist dann die Welt zu Ende. Dieses Verfahren ist einfach unwahrscheinlich aufwendig und in dem Detailgrad muss man sich auch fragen, wie gut das in Zukunft gemanagt werden kann. Deswegen, ich meine, das ist der Goldstandard, gleichberechtigte Wege für Fußgänger wie für Autos und muss ich sagen, schön, wenn es funktioniert. Ob das überall praktikabel ist, muss man sich fragen und gerade jetzt sieht man es auch schon, außerhalb der Großstädte werden diese Netze nicht gepflegt. Deswegen haben wir uns ein System ausgedacht, das wir die transparente Expansion genannt haben. Im Grunde genommen nutzen wir das, was Informationen in der OpenStreetMap vorhanden ist. Hier ist ein Platz in Karlsruhe, der Rondellplatz, dargestellt. Hier haben wir ein schönes Beispiel. Es gibt hier Straßen, das ist etwas was Größeres als ist eher so ein Rondell, kein Kreisel. Da kommen von der Seite Fußwege ran. Hier laufen auch Straßenbahnen durch und das ist so eine typische Situation, wenn ich ein Fußgängerrouting machen will
und ich komme zum Beispiel von diesem Fußweg und ich will nach da oben, da muss ich eine Möglichkeit haben, entscheiden, kreuze ich da eine Straße oder nicht. Wenn ich direkt über die Straße gehen würde, gibt es für mich diese Überkreuzung nicht, die ich aber tatsächlich tun muss und dementsprechend in die Bewertung aufnehmen muss, wenn ich wissen will, ob ich da ein Fußgängerrouting machen kann. Was aber toll ist, in der OpenStreetMap ist es möglich, dedizierte Fußwege reinzubringen. Es ist möglich, bei Straßen zu sagen, es gibt einen Sidewalk rechts oder links, jeweils in Richtung, wie die Straße aufgeschrieben ist. Man kann Wegeigenschaften dazu schreiben, also wie gut ist es begehbar. Problem ist nur, wenn man mal guckt, wie viele Roads haben überhaupt diesen Sidewalk-Tag, ist es so in der Größenordnung von 1%, also nur nicht mal das No steht da drin, Sidewalk gleich No, also bei Autobahnen kann man das annehmen, so gesehen, das ist nicht ganz fair, was ich hier sage. Trotzdem wünschte man, es wäre mehr, das heißt, wenn wir ein System uns überlegen, sollte es sowohl diese Informationen nutzen, wenn der Sidewalk-Tag da ist. Wenn er nicht da ist, müssen wir annehmen, es gibt trotzdem eine rechte und linke Seite, nur nicht bei Autobahnen beispielsweise, da sollte man nicht lang gehen. Und genauso, wenn es dann dedizierte Wege gibt, sollte ich die auch irgendwie berücksichtigen. Alles das müssen wir drin haben, um robust ein Fußgängerrouting auf der Datensituation zu haben. So, was wir da jetzt gemacht haben, gucken wir uns mal an der Stelle, an der Ecke an. Und zwar ist es ja so, dass wir irgendwie zu den Randwegen kommen müssen. Und der Unterschied zu den früheren Methoden von Schmitz und Ertel ist, dass wir das Verfahren umdrehen. Wir machen die topologische Erweiterung erst und die geometrische Erweiterung hinten dran. Hier haben wir also eine Kreuzung von drei Wegen und für diesen Punkt hier, diesen OSM-Node, bedeutet, dass er hat drei Segmente und dementsprechend erzeugen wir drei virtuelle Punkte um diesen Punkt herum. Die sind jetzt schon nach außen dargestellt. Zunächst mal sind die einfach nur ja, infinitesimal nah dran, aber es sind schon mal Eckpunkte, die wir dann mit dem ursprünglichen OSM-Node verbinden und alle benachbarten Punkte miteinander verbinden. Die Verbindung mit dem OSM-Node ist nur dafür da, wenn ich von einem OSM-Node zu einem OSM-Node routen will, dann muss ich am Anfang und am Ende ja die Verbindung auch haben. Ansonsten werden die nicht mehr benutzt, weil sonst würde ich Überkreuzungen kostenlos bekommen. Das Schöne ist jetzt, dass ich dann im Anschluss die Anschlüsse auch zu den benachbarten virtuellen Knoten herstellen kann. Alles transparent und das Allerbeste ist absolut lokal. Ich muss nur meinen aktuellen Punkt haben, nur die benachbarten Punkte und ich kann diese topologische Erweiterung durchführen. Wenn ich dann ein Routing machen will, dann kommt der geometrische Aspekt hinzu, wo setze ich ihn dann eigentlich hin? Und ich habe damit die Möglichkeit, dass ich transparent auf den aktuellen Daten sofort routen kann. Für den Rondellplatz sieht es nachher so aus, ist das gleiche Bild, was wir vorher dort auch gesehen haben, wie es so schön aussieht in der Großstadt, nur das ist alles automatisiert erzeugt worden und nicht halt mit viel Handarbeit und nutzt halt die kompletten OSM-Daten. Das Problem, was wir dabei haben, ist, naja, ein Routing dort, da können wir alle bisherigen Methoden drauf verwenden, nur die bisherigen Bewertungen, wo will ich lang gehen, das muss man deutlich ausweiten. Zum Beispiel bei Überquerungen habe ich nicht nur die Information, gehe jetzt entlang einem bestimmten Weg, sondern ich weiß auch, ich überkreuze einen bestimmten Weg. Das heißt, meine Matrix wird viel größer, ich habe viel mehr Bewertungsmöglichkeiten, aber das gehört natürlich auch dazu, weil ich will wissen, ob ich jetzt eine Bundesstraße überkreuze auf meinem Fußweg oder ob ich eine Landstraße oder einen verkehrsberuhigten Bereich überkreuze. Das heißt, diese Matrix wird größer, dieses Problem des Bewertens, welche Wege sind gut oder schlecht, wird ein wenig aufwendiger und wir sind natürlich da momentan auch noch direkt dran, das zu tun. Ich möchte nur kurz das Beispiel von vorhin bringen. Hier sieht man, wir bekommen tatsächlich die Informationen, hier ist die Ampel und auch hier sieht man, ich gehe immer auf einer Straßenseite entlang. Es ist das Ergebnis, was man schlicht erwünschen würde, aber der aktuelle Algorithmus ist jetzt nicht schnell. Ich habe da halt einen ganz stinknormalen A-Stern reingesetzt und diese ganzen Bewertungen, wo sollte ein Fußgängerrouting jetzt in unserem Fall für Blinde am besten lang gehen? Das hängt natürlich jetzt auch davon stark ab, was uns die Spezialisten sagen, welche Wege besonders gut und geeignet sind. Dafür kann man das Ganze aber mit allen anderen Aspekten erweitern, speziell für Rollstuhlfahrer, wo gibt es Steigungen oder dass man hierarchische Systeme beim Routing benutzt, dass man halt sehr schnell routen kann. Alles das kann man direkt machen. Und das Ganze ist jetzt in diesem Moment auch online verfügbar. Wenn Sie auf die Adresse gehen, die ich da hingegeben habe, terrainprojekt/pedestrian-routing.de, bekommen Sie halt ein Webinterface, eine ganz normale Karte im Leaflet. Sie können anklicken, Sie möchten zum Beispiel von diesem Punkt hier zu einem anderen Punkt da drüben hin routen, dann müssen Sie kurz warten. Wie gesagt, es ist nicht super schnell. Und nach kurzer Zeit bekommen Sie dann die Rückmeldung, ja, ich würde jetzt da und da lang routen. Wozu ist das interessant? Wozu macht das Spaß? Man kann mal testen, was diese ganzen versteckten Daten in OpenStreetMap jetzt eigentlich tun.
Ja, unser Problem ist nur, an manchen Stellen tut die OpenStreetMap zwar alles ganz toll, aber es gibt Dinge, wo wir sagen, ja, da sind logische Probleme drin, die bisher eher so theoretischer Art waren, die jetzt uns aber wirklich hart treffen. Und das meine ich mit Luft nach oben. Und ein Problem, das ist auch schon vollkommen bekannt, das liest man auch schon im Wiki, das ist das Bündelproblem. Und das Bündelproblem ist, hat genau das Beispiel, das hier ist die normale Straße. Das Gestrichelte ist so eine typische Straßenbahn auf der Straße, die aber auch innerhalb der gesamten Breite der Straße abläuft. So, wenn jetzt von der Seite eine Straße kommt, dann wird diese Straße, die dort von der Seite kommt, der Weg, erst die Straßenbahn kreuzen topologisch und danach die eigentliche Straße kreuzen. Da aber der Fußweg, der Sidewalk, mit der eigentlichen Straße verbunden ist, haben wir ein Logikproblem. Weil plötzlich soll der Sidewalk eigentlich da außen sitzen, aber plötzlich ist da nochmal eine Straßenbahnlinie dazwischen, die vorher getroffen wird. Das geht einfach nicht. Sobald es auf der Straße Wege gibt, die auch gekreuzt werden von anderen, dann darf diese Notation mit Sidewalks nicht mehr benutzt werden. Oder die OSM kommt auf eine andere Idee, wie sie dieses Bündelproblem lösen kann. Wenn mir jetzt jemand kommt, naja, man kann das ja rausrechnen irgendwo. Da gibt es immer Gegenbeispiele, wo es nicht mehr funktioniert. Das heißt, sobald Straßenbahnen oder weitere Wege darin getaggt werden, sei es ein Radweg oder so, ist es problematisch, die Sidewalk-Notation zu machen. Aktuell müssen wir den Fallback auf die Standardlösung machen, dass wir quasi mit dem Fußweg nahe der Straße wieder rangehen. Das ist aber sehr unschön, speziell in dem Fall, wo ich blinden Personen sagen möchte, du musst jetzt links oder rechts abbiegen. Ich würde hier sagen, ja, jetzt links auf die Straße. Und das stimmt aber natürlich gar nicht. Da haben wir momentan keine gute Lösung, weil die Daten einfach nicht konsistent sind. Ein weiteres Problem ist, Das ist besonders in der OpenStreetMap bei Radwegen bekannt und da wurden schon einige so mal zurückgestellt. Hör auf, Radwege nach den Straßen zu benennen. Das gleiche gilt auch für explizite Fußwege. Wenn man also nicht die Sidewalk-Notation benutzt, sondern extra Fußwege macht, wie sollen wir erkennen, dass der Fußweg zu einer bestimmten Straße gehört? Hier sehen wir Linz. In Linz haben sie genau die gleiche Ideallösung. Alle Fußgängerwege sind, weil sie keine andere Lösung gefunden haben, explizit ausgeführt, aber man sieht nicht, welcher Fußweg zu welcher Straße gehört. Sprich, da steht immer, biege nach rechts ab auf dem Fußweg, nach links ab auf dem Fußweg. Ja, dass das irgendwelche Straßennamen sind, hört man da nicht mehr. Natürlich könnte man das über Relations lösen und so weiter, gibt es verschiedene Ansätze. Ja, es wird nur nicht gemacht, wir brauchen eine praktikable Lösung an der Stelle. Eine andere Sache, wo ich jetzt leider kein Beispiel mehr finden kann, weil immer wenn ich ein Beispiel finde, wo Fußwege nicht mehr an Straßen angebunden sind, korrigieren wir das natürlich sofort. Aber bitte, die Straßen sind die Zubringer für Fußwege. Und inzwischen routen wir natürlich auch entlang Straßen. Hier sieht man einen Fußweg, der wunderbar auf eine Straße drauf geht. Das ist richtig. Man muss aber diese Verbindung machen und auch in alle Richtungen, in die solche Routings gehen können. Ansonsten kommen da sehr komische Abzweigungen heraus, wo normalerweise keine Menschen lang gehen würden. Das sind kleinere Probleme. Das Bündelproblem ist momentan das größte, aber ich möchte daran erinnern. Und letztlich ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Überquerungen sind plötzlich wichtig. Und bei der Entscheidung, wo lässt man jemanden die Straße überqueren, da ist das natürlich davon abhängig, was für Informationen über diese Überquerung vorhanden sind. Sprich, für Blinde ist es relevant, gibt es einen Taster mit Vibration, gibt es ein Akustiksignal, habe ich einen tastbaren Untergrund unter mir. All diese Informationen, die bisher informativ in der OpenStreetMap drin sind, werden jetzt für das Routing absolut relevant. Und weil sie auch komplett ändern können, wo der Weg nachher lang geht, wenn wir auch nach einem sicheren Weg suchen. Oder ich habe einen Fall in Rüppur, wenn ich da zum Beispiel das gleiche Routing als sicheres Routing für Kinder, für Schulwege umsetzen will, wenn da ein Zebrastreifen nicht eingetragen ist oder nicht eingetragen wird, welche Sicherheitsmerkmale da sind, da kommen da überhaupt nicht die Wege raus, die man erwartet. Das heißt, das Tagging von Überquerungen, es ist ohnehin der OSM schon bewusst, dass man das wunderbar machen sollte, aber ich kann noch mal erinnern, bitte macht das sehr deutlich und möglichst aktuell, weil womöglich bald sich auch Leute, die das nicht sehen können, darauf verlassen wollen. Insgesamt sind wir also auf dem Weg. Wir haben jetzt eine Lösung, mit der wir das Fußgängerrouting nicht mehr so mit einem dicken Stift umsetzen, sondern je nach Straßenseite sehr explizit und sehr genau sagen können, wo der Weg lang geht, mit genaueren GPS. Wenn wir unser europäisches Ordnungssystem haben, haben wir das automatisch dann schon auf Metergenauigkeit, können wir die Menschen sehr genau auf ihren Weg langlaufen. Bei Autos spricht man davon, man will ja auch die Spuren schon ansagen können.
Wir haben noch dünnere Spuren, nämlich die Bürgersteige. Und gerade bei Menschen mit Seheinschränkungen ist es besonders interessant, wenn dann auch der Weg richtig angezeigt wird. Vorher waren wir halt immer 3 Meter daneben. Das haben wir nicht mehr. Und das Schöne ist natürlich, die jetzige Lösung läuft auch schon komplett auf dem Datensatz Deutschland, Österreich und Schweiz. Also die Nutzbarkeit auf beliebigen Daten ist auch schon jetzt gezeigt. Und da natürlich ganz großen Dank an die Geofabrik, dass sie dort uns auch immer diesen Ausschnitt zur Verfügung stellt. Das macht natürlich die tägliche Aktualisierung immer leichter. Aber was natürlich für uns auch ganz wichtig ist, wir haben genau dadurch, dass wir die Bewertung, welche Wege sollte man nehmen, ins eigentliche Routing reingeführt haben, eine absolut robuste Lösung erhalten. Denn wenn ich merke, es gibt explizite Fußwege, dann ziehe ich denen Sidewalks vor. Und wenn ich merke, es gibt hier Straßen, die aber stärker befahren sind, dann nutze ich die halt nicht so gerne wie ein Weg, der halt an einem netteren Gebiet, der ein bisschen stiller lang geht, vorbeiführt. Ich kann also sehr auf die Detaillage und auf die Informationen reagieren, aber in der Bewertungsmatrix stecken natürlich dann sehr, sehr viele Informationen drin. Allein schon die Logik, die ich jetzt drin habe, um zu sagen, welche Ampel ist besser geeignet, man kann sich vorstellen, die Kombination aus Vibrationstaster, aus Bodentaktilität und Ähnlichem, wie viele Varianten es da gibt und die dann gegeneinander abzuwägen, ist ziemlich schwierig, aber am Ende möchten wir halt auch vielleicht kein 100%, aber 90% Ergebnis erreichen, wo wir jetzt mit der OpenStreetMap natürlich am weitesten kommen, auch gerade verglichen zu den bisherigen Lösungen. Und was mich natürlich besonders freut, all diese Ideen, man kann auch Verbindung zu den Häusern machen, man kann diese Steigung aus den Rollikarten alles noch mit hineinnehmen, das alles lässt sich mit dem System wunderbar kombinieren. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, die bisher versteckten Daten in der OpenStreetMap wirklich nutzbar zu machen und speziell auch für Menschen, in unserem Fall für Menschen mit Einschränkungen. Aber im Grunde genommen haben wir jetzt die Tür geöffnet, das Fußgängerrouting so umzusetzen, wie es eigentlich gedacht war und jetzt auch auf eine Methode, die wirklich skalierbar ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir können mit der OSM auch noch schön weiterarbeiten und noch tolle neue Projekte und Dienste anbieten. Danke. Ja, danke Sebastian. Wir hätten 5 Minuten oder so zum nächsten Talk, noch ein paar Fragen zu beantworten. Ja, schönen Dank für den netten Talk. Ist Ihnen das Projekt Street Complete bekannt? Das ist so ein Android-App, wo man quizmäßig sowas wie gibt es an dieser Bushaltestelle Blindennavigation oder dass man damit vielleicht genau diese Sachen angreift und sagt, okay, wie sieht diese Ampel aus? Haben Sie da vielleicht auch, dass Sie das Projekt an der Stelle vielleicht auch ein bisschen, das ist ja auf GitHub dann mit steuern oder so? Es wird auf jeden Fall eine API geben, dass man darauf zugeben kann. Ich meine, das ist eine Firma, die natürlich auch dahinter steht, die möchte das auch betreiben und die Dienste zur Verfügung stellen. Bei der Frage, wie kann man das verbessern, da sind natürlich genau solche Ansätze auch etwas, was wir in dem gesamten System, in dem großen Projekt drin haben wollen, wo es nicht nur um die Ausstattung an bestimmten Stellen gibt, sondern möglichst auch die Möglichkeit, dass man sagt, es gibt bestimmte Wege, die besonders sinnvoll sind zu gehen. Die ganze Plattform, wo das Ganze natürlich integriert wird, geht weit natürlich über das Fußgängerrouting hinaus und behandelt auch speziell die Fragestellung, wie machen wir die Mensch-Maschine-Interaktion? Also hier geht es auch noch die große Frage, wie macht man daraus eigentlich auch Text, ganz wichtig. Da wollen wir aber auch solche Dinge, dass man auch nachträglich sagen kann, hier gibt es Probleme in der OSM oder hier gibt es Dinge, die schwierig sind. Da möchten wir auch diesen Feedback-Kanal öffnen und wenn möglich das auch so eintragen. Es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, hier, ich markiere hier ein Problem, dass das, man das dann halt in JSON abrufen kann und darauf auch reagieren kann. Ich habe mir Ihre Lösung gleich mal angeguckt und wenn man sich den Karlsruher Schlossplatz anguckt, da ja eine offene Fläche ist, die in alle Richtungen frei passierbar ist, dann sind da einfach irgendwie so beliebig so Wege durchgezogen. Können Sie dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, es sind Wege durchgezogen worden von der OpenStreetMap-Community, gerade zur Vereinfachung des Routings. Es gibt auch Publikationen dazu, dass man gerade dieses Open-Space-Routing dadurch erweitert, dass man sagt, sobald ich einen Umriss habe, dass ich da auch beliebige Wege dafür benutzen kann. Das haben wir bei uns erstmal außen vor gelassen. Wir haben gesagt, wir nutzen erstmal die Wege, die vorhanden sind. Das ist genauso ein Aspekt, den man auch erweitern kann. Nur mal noch zur Ergänzung, da sieht man zum Beispiel Fußwege. Jetzt können Sie ja sagen, Moment, bei dieser topologischen Erweiterung haben die Fußwege dann etwa auch rechte und linken Seiten? Ja, bei unserem Fall schon. Die Geometrie lässt es nur zusammenfallen, weil beim Fußweg darf man in der Mitte gehen. Aber deswegen, man kann jeweils lokal entscheiden, wie man das durchführt. Und der Schlossplatz folgt dann genau den Linien. Interessant ist, wenn man dort direkt routet, da gibt es Absperrungen, also Tore. Und da versucht natürlich das System dran vorbeizugehen, weil man ja nicht weiß, wann ist ein Tor offen, wann ist es nicht offen. Da bin ich noch gespannt, wie wir die Lösung richtig finden können. Andere Routing-Software geht an solchen Toren direkt vorbei. Und wenn es dann irgendwann mal geschlossen ist, ja, was macht man dann? Da bin ich noch ein bisschen gespannt, wie wir das in der Bewertung machen. Noch jemand? Ja? Hallo, guter Vortrag. Sie hatten ja genannt, dass das für Deutschland, Österreich und die Schweiz schon verfügbar ist. Spricht technisch was dagegen, das auch auf andere Länder in Europa auszuweiten? Oder warum genau Deutschland, Österreich, Schweiz? Der Grund ist, ich danke der Geofabrik, dass sie uns die Möglichkeit gibt, so einen reduzierten Datensatz zu benutzen. Es gibt überhaupt keinen Grund, das nicht auch auf andere europäische Länder auszuweiten. Das war einfach der Datensatz, den wir jetzt momentan drin haben. Das Problem ist einfach, je mehr man da in seine Datenbank reinwirft, desto mehr Speicher muss man das geben. Und wir haben einfach gedacht, so machen wir jetzt erstmal Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir könnten theoretisch auch weltweit das machen. Wir arbeiten schlicht auf den ganz normalen OSM-Daten. Es ist einfach schön, dass wir die Möglichkeit haben, da auf einem reduzierten Datensatz zu arbeiten, und für unseren Test reicht es erstmal aus, und bei der Präsentation dann in Linz brauche ich Österreich, und die Schweiz haben wir dann einfach mal mitgenommen. Okay, ich wirke das ungern ab, aber der nächste Vortrag steht vor der Tür. Vielen Dank, Sebastian, für den Vortrag, und dann noch einen schönen Abend.